ihr Lieben, endlich mal wieder Eisgeria-Zeit und dieses Mal eine Sorte, die ich von Christina, hallo Christina, und ich danke dir so sehr, sie ist Lovely Chrissy bei Instagram. Sie hat die bestellt, ich glaube viermal die gleiche hat sie sich bestellt und zwei davon hat sie mir geschenkt. Also ich bin mega gerührt immer noch, weil Eisgeria ist ja wirklich auch kein günstiges Eis. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, aber sie hat es mir geschenkt und ja, deswegen zuerst mal vielen Dank nochmal an dich. Ich kann es einfach gar nicht glauben, dass ich dieses Eis von dir doppelt geschenkt bekommen habe und sowieso für diese ganze Eis-Craziness. So viel dazu. Aber es ist von Eisgeria. Ich habe selbst bei Eisgeria bestellt und eigentlich hätte letzte Woche schon meine Bestellung kommen sollen. Vier Sorten nämlich. Ihr werdet dann sehen, was. Aber wegen der Hitze haben sie es nicht gemacht und nächste Woche soll es aber noch heißer werden. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Verschiebe-E-Mail bekomme. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, beziehungsweise ihr werdet es ja dann einfach sehen. Aber ich bin eben jetzt nicht total eisgerierlos, weil ich dieses Eis gestern mir abholen durfte. Ich bin damit tatsächlich anderthalb Stunden in einer relativen Hitze von Berlin-Wedding nach Potsdam geradelt. Also weiß ich noch nicht so ganz genau, wie die Konsistenz sein wird, aber es ging einfach nicht anders. Die S-Bahn hätte auch so lange gedauert. Ich habe nachgeschaut, weil wieder irgendwas los war. Deswegen jetzt aber dieses, oder ja, deswegen kann es sein, dass es angetaut ist. Ich hoffe nicht und wir testen es jetzt, weil ich bin super gespannt. Zuerst mal wieder, Eisgeria kann man ja nur online bestellen. Die hat eine Weile überlegt, ob man es auch im Laden verkaufen soll. Machen sie aber nicht, haben sich dagegen entschieden. Deswegen, ihr könnt es online bestellen. Es gibt vorgemixte Sachen. Es gibt aber auch vor allem die Option, dass ihr euch die Pints selbst zusammenmixen könnt. Und da ist halt immer die Gefahr, dass es ein bisschen zu fancy wird und dann die einzelnen Zutaten untergehen. Ich glaube, bei den vier Sorten, die ich jetzt bestellt habe, ist das wieder der Fall, weil ich mich nie zusammenreißen kann. Schreibt bitte mal unbedingt drunter, ob ihr auch schon mal bei Eisgeria bestellt habt. Hier ist es jetzt so, dass sie zum Glück, oder ich sag mal zum Glück, mal schauen, wie es ist, nicht zu sehr übertrieben hat. Es ist nämlich ein Marzipaneis mit blauem Mohn und die Kombi liebe ich ja total. Ich weiß nicht, ich habe früher diesen Ermann-Joghurt total gesuchtet, Mohn-Marzipan oder Almigurt. Almigurt ist ja Ermann, oder? Naja. Dann sind da Kuchenkrümel drin, dann Baiser und zweifach Amarena Kirschvarigato. Also es sind eigentlich schon fast ausgereizt. Varigatos kann man immer zwei haben und man kann drei Mix-Ins haben. Also es ist ausgereizt, tatsächlich alles drin. Basis, drei Mix-Ins und zweimal Varigato. Nur eben dadurch, dass zweimal das gleiche ist und das Baiser meistens so ein bisschen, nicht so viel ist, wirkt es für mich auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel. Generell, das Eis ist hier nicht auf Custard-Basis, also es ist kein Ei mit drinnen. Es wird mit Sahne, Milch und Pflanzenfett gearbeitet oder Butter. Butter, nicht Pflanzenfett, Butter. In der Basis selbst und natürlich Zucker und Glukosesirup und solche Sachen, was natürlich auch Zucker ist. Aber nur so, um euch einen groben Vergleich zu geben. Ich habe es mit Florida-Eis immer verglichen. Bei Florida-Eis ist es eben noch Ei mit drin, aber so ungefähr nährwertmäßig werde ich mich daran orientieren. So eine grobe Schätzung werde ich euch vielleicht auch einblenden für diesen Pint. Aber generell hat Eisgeria keine Nährwerte. Was das Mohn angeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es folgender ist. Dieser Mohnback hier, ich verwende den selbst zum Backen, nicht zum Backen, sondern zum Eis machen. Und die Zutaten sind blauer Mohn, Wasser, modifizierte Stärke, bla bla bla. Also es könnte sein, dass sie sowas ähnliches verwenden in dem Eis. Wir werden es sehen. Geschmack wird es zeigen und jetzt will ich es eigentlich auch nur noch aufmachen. Alle Zutaten sind immer hier unten drauf. Die sind immer relativ lang, weil man eben wirklich viele Mix-Ins reinmachen kann. Da könnt ihr gerne Pause drücken, wenn ihr möchtet. So viel dazu. Und bis 20.07.2019 haltbar. Also ziemlich genau ein Jahr, ein bisschen länger. Stand da 2019. Oh, ich glaube, sie hat das schon eine ganze Weile. Kommentiert doch bitte mal drunter, wie lange du das Eis schon hast. Weil meistens sind die so ein Jahr haltbar. Oder ein halbes Jahr. Das heißt, sie hat so ungefähr vor einem halben Jahr bestellt. Ich mache gerade wieder Bilder. Wenn ihr bei Instagram vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann seht ihr auch immer meine, was ich so täglich tue und alles Mögliche. Jetzt wird es aber mal aufgemacht. Homemade in Besko. Genau, in Brandenburg auch. Und in Brandenburg wird es jetzt auch getestet. Ist Besko in Brandenburg? Ich glaube, oder? Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Oh Gott, ich hoffe echt, das ist konsistenzmäßig noch in Ordnung. Übrigens, der Pint wiegt 461 Gramm, ziehen wir 25 ab, weil die hier immer noch so ein bisschen mehr draufkleben. Sind wir bei 438 Gramm, wenn mich jetzt nicht alles... Nee, 436 Gramm Inhalt ungefähr, also auch relativ dichtes Eis. Das hast du aber lecker gemacht, das steht da übrigens immer. Ich bin gespannt, ob wir es wirklich lecker gemacht haben oder ob sie es wirklich lecker gemacht hat. Und farblich sieht es auch immer schön aus, finde ich. Das Blau hat auf jeden Fall was. Jetzt wird es spannend.
Und wie spannend das wird. Verdammt, sieht das gut aus. Schaut euch das nochmal an. Wir sehen die BDBC-Dinger schon. Die hatte ich auch schon mal. Den Amarena-Strudel. Die Cookies. Die stehen gar nicht drauf. Oh, das ist der Mohn. Ist das der Mohn? Ich glaube, das ist der Mohn. Der ist nämlich fast schon wie so Cookie Dough, wenn man den so in ein Stückchen reinmacht. Und das sind die Kuchenkrümel. Und die habe ich mir mehr wie so ein Swirl vorgestellt, also voll gut. Ich bin richtig gespannt. Und ich glaube, Amarena, das könnte sowas sein wie das hier. Schaut mal. Also ich habe so Amarena zum Backen in diesem weißen Glas mit der blauen Schrift, aber mein Kühlschrank ist zu voll. Das buddel ich jetzt nicht raus. Aber es sieht so verdammt gut aus. Es sieht richtig lecker aus, ihr Lieben. Und ich liebe Kirschen. So, und jetzt habe ich echt genug geknipst und jetzt wird probiert. Natürlich zuerst das Marzipaneis. Das wurde schon sehr gehypt vorher, deswegen hoffe ich doch, es ist gut. Das ist auf jeden Fall noch cremig. Aber hallo, richtig krass cremig, richtig dicht. Man sieht eigentlich überhaupt keine Lufteinschlüsse. Und ja, das schmeckt auf jeden Fall Marzipanik. Es hat fast so eine leichte zitronige Note. Also die machen das Marzipaneis hier mit Mandeln und Haselnüssen. Es hat was sehr leicht Sommerliches fast schon, was spannend ist. Ich kann aber sein, dass es einfach daran liegt, dass... Nicht Zitrone, irgendwas Fruchtiges. Es kann sein, dass es diese Amarena ist, die ich schon irgendwie mitschmecke. Das könnte gut sein, aber ja, der Marzipangeschmack ist nicht so doll, wie ich erwartet habe. Also wenn ihr jetzt nicht die riesen Marzipan-Fans seid, könnte sein, dass es euch trotzdem schmeckt. Doch nicht zu sahnig. Also es schmeckt jetzt nicht total so eklig, dass man so einen Fettfilm hat. Es ist echt eine gute, ausgewogene... Ein guter, ausgewogener Fettanteil. Ich schätze den mal so um die 9-10%, ohne die Rezepte von denen zu haben. Das hier ist so ein Omas Kuchenbodenkrümel. Also hoffentlich Mürbeteig. Der ist ein bisschen enttäuschend. Schmeckt nicht nach viel, ist nicht wirklich crunchy, relativ aufgeweicht. Der schmeckt, also schmeckt auf jeden Fall gut, schmeckt aber nicht wie Mürbeteig. Ich habe mir so ein bisschen so Graham Cracker Mürbeteig-Geschmack gewünscht. Eher einfach wie sehr ungesüßte Kekse. Aber nicht so süß. Es könnte einigen schmecken. Jetzt probiere ich mal was von dem Baiser. Ihr seht, die sind wirklich eher so Krümel. Und generell bei Eisgeri ist ja immer so, dass alles in Schichten ist und nicht verstrudelt wie bei Ben Jerry's. Baiser ist auf jeden Fall schön süß. Und das hier wird der Mohn sein. Der Blaumohn. Ist auf jeden Fall auch so eine Zuckermischung, wie diese Backmischung, die ich euch eben gezeigt habe. Sieht doch sehr ähnlich aus, weil ich habe den auch gerade erst zum Eismachen verwendet. Ich liebe Mohn einfach, liebt ihr Mohn auch. Ist halt jetzt nicht so verstrudelt wie im Mohn-Marzipan-Joghurt. Man hat wirklich diese Stückchen, aber für Buddler ist das super und ich bin ja auch Buddler. Ich muss sagen, die Basis könnte ein bisschen mehr nach Marzipan schmecken. Und der Kuchenboden irgendwie, ja, generell mehr Geschmack in sich haben. Der Mohn ist super, aber auch nicht zu süß. Alles im Allem ist das Eis lange nicht so süß, wie ich erwartet habe. Was durchaus positiv auf jeden Fall zu bewerten ist. Und jetzt natürlich noch die Amarena-Soße, die auf jeden Fall süß wird. Das ist richtig Amarena-Soße, wenn die so klar und dunkel ist. So muss das sein. Hat auch noch Stückchen drin. Und so geht das. Nicht zu süß. Relativ sauer sogar. Aber richtig gut sauer. Ist eine andere Firma als die, die ich hier im Eisfach habe, im Kühlschrank habe, würde ich behaupten. Aber auf jeden Fall dieser Amarena-Geschmack. Kennt ihr noch diese kleinen Lollis? Ich habe die schon mal erwähnt, diese ganz kleinen. Die gab es bei uns oft früher beim Arzt. So schmeckt das. Also das ist Kindheitserinnerung. Overall auf jeden Fall richtig gutes Eis. Ich filme euch nochmal weiter rein, wenn ich reingebuddelt habe und die nächste Schicht kommt. Weil nach dieser Schicht wird erstmal nur Eis kommen. Und auf jeden Fall... Würde ich sagen, kann ich euch die Kombi empfehlen. Vor allem, wenn ihr es gar nicht allzu süß mögt. Und wenn ihr schon mal bei Eisgeria bestellt habt, bitte, bitte lasst es mich mal wissen, wie so euer Gesamtfazit ist und vor allem, was ihr für Kreationen dort gemacht habt. Wenn ihr neue Ideen für mich habt, was ich bei meiner nächsten Bestellung berücksichtigen soll, wie gesagt, vier habe ich jetzt gerade bestellt, bitte auch mal kommentieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst den Daumen nach oben jetzt schon nicht, auch wenn es jetzt noch kurz weitergeht, wenn ich euch weiter reinfilme. Aber ja... Ist gut, aber nicht ganz so gut wie erwartet und anders als erwartet. Anders als erwartet, sagen wir es so. Es ist schon so gut wie erwartet, aber ganz anders. Und ich danke dir, liebe Christine.
Chrissy. Ist das bei Eisgeria, denn wenn man weiter buddelt, dann kommt immer erstmal einfach nur Eis eine Weile. Und nach einer Weile Eis kommt wieder eine Schicht.